Donald Trump hat gestern etwas gemacht, womit die Aktienmärkte offenkundig nicht gerechnet hatten. Er hat den Verhandlungen mit den US-Demokraten praktisch den Stecker gezogen, wie ich gestern dann auch getitelt habe, in Reaktion auf das, was Donald Trump da gemacht hat. Und jetzt geht er sozusagen all in, jetzt setzt er alles auf eine Karte, weil er ja gesagt hat, okay, es wird noch einen viel größeren Stimulus geben, wenn wir die Wahlen gewinnen, wenn alles sozusagen so läuft, wie ich mir das vorstelle, denn wir werden gewinnen, etc., etc. Das war die Aussage, aber die Aktienmärkte, die waren jetzt ein bisschen nicht stimuliert, die waren so ein bisschen destimuliert, könnte man sagen, denn das hat jetzt doch relativ harsche Konsequenzen. Dabei hatte Donald Trump noch am 19. September getwittert, ja Mensch, wir brauchen eine höhere Zahl in Sachen Stimulus, ein Appell an seine eigene Partei, an die Republikaner. Jetzt sagt er, ich stoppe alle Verhandlungen und er wendet damit eine Taktik an, die im Prinzip in seinem Geschäftsleben immer schon sichtbar war, wenn Donald Trump mit jemand verhandelt hat und irgendwie nicht das Ziel erreichen konnte, gemerkt hat, ich werde dieses Ziel nicht erreichen, dann tritt er die Flucht nach vorne an, geht all in, setzt alles auf eine Karte und das tut er jetzt wieder. Und das Problem ist allerdings, dass ja sozusagen, wenn Trump jetzt nicht einen Erdrutschsieg erzielt, nachdem es ja derzeit, zumindest laut Umfragen, liebe Trump-Freunde, nicht aussieht, dann wäre es ja so, dass das Problem praktisch nach wie vor der Fall ist. Wenn die US-Demokraten das Abgeordnetenhaus behalten, dann muss er sich wieder hinsetzen mit Pelosi, respektive Mnuchin müsste sich hinsetzen mit Pelosi. Das Einzige, was helfen würde, wäre, wenn er Präsident bleibt, wenn das Abgeordnetenhaus republikanisch wird und der Senat bleibt, aber das ist derzeit nicht so die wirklich wahrscheinliche Variante. Und genau das ist jetzt das Problem. Er müsste also praktisch einen Sweep erzielen, damit er dieses Versprechen wahrmachen kann, dass er selber dann noch viel größeren Stimulus geben würde. Und das sieht derzeit eben nicht so aus, als sei das realisierbar. Schauen wir uns mal an, was Mohammed El-Erian hier sagt. Und das halte ich für nachvollziehbar. Eigentlich war die Wahrscheinlichkeit doch relativ gering, dass es diesen Stimulus gibt. Denn die Interessensgegensätze waren doch riesig zwischen US-Demokraten und Republikanern. Die Demokraten wollten vor allem Hilfen für die Bundesstaaten, die demokratisch regierten Bundesstaaten, die faktisch pleite sind. Das muss man so klar sagen. Heike Buchter hat mir neulich jetzt erzählt in einem Telefonat, die Korrespondentin der Zeit in den USA hat mir erzählt, dass wenn hier jetzt nicht bald Geld kommt für das Pleite New York, dann werden hier in 2-3 Wochen die U-Bahnen nicht mehr fahren können. Also da ist man praktisch wirklich am Limit, denn die Steuereinnahmen dieser Bundesstaaten sind weggebrochen durch die Corona-Krise. Auf der anderen Seite die Ausgaben massiv gestiegen und Donald Trump wird aber dieses Geld vor allem New York nicht geben, weil er dort keinen Stich macht, so Heike Buchter. Jedenfalls ist das natürlich jetzt etwas, was ein völlig neues Spiel eigentlich hier bringt, denn die Republikaner waren ja oder brauchten ja eigentlich diesen Erfolg jetzt vor der Wahl. Die Demokraten wussten, okay, wir liegen in den Umfragen vorne, warum sollen wir denen jetzt dieses Geschenk machen? Also es war spieltheoretisch eine unschöne Situation oder eine nicht sehr erfolgsversprechende Situation, sagen wir so. Und wir sehen das hier zum Beispiel mal in dieser Grafik. Hier geht es um die Jobs bei den Bundesstaaten in den USA und da haben wir massenweise Entlassungen. Auch in New York werden permanent Leute entlassen, in anderen Bundesstaaten, die in finanziellen Schwierigkeiten sind. Das heißt, das wird die Jobsituation nicht vereinfachen und wir werden insgesamt eben jetzt, wenn es keinen demokratischen Sweep gibt oder keinen republikanischen Sweep, also die eine Seite alles gewinnt oder eben die andere Seite alles gewinnt, dann werden wir auf gar keinen Fall vor Januar einen neuen Stimulus sehen und das wird bedeuten, dass natürlich dann viele Jobs noch weiter wegfallen werden, dass diese erhoffte und bereits eingepreiste Erholung, weitere Erholung der Wirtschaft nicht stattfinden wird. Und das ist genau das Thema, mit dem man jetzt zu tun hat. Hier sehen wir aber, hat sich Donald was einfallen lassen. Er sagt jetzt, ich werde eine Standalone-Bill mit Stimulus-Checks, also praktisch wieder mit Schecks in Höhe von $1,200 verschicken to our great people immediately, sofort. I'm ready to sign right now. Und hier sollen dann auch noch 25 Milliarden für die Airlines freigegeben werden und 135 Milliarden für Paycheck Protection Aid, praktisch für kleine Firmen eine gewisse Hilfe. Also das ist sozusagen ein Mini-Stimuluschen, könnte man sagen. Das wird dann nicht reichen.
sprechen. Das wird sozusagen die Märkte jetzt nicht befriedigen. Aber wir sehen einmal mehr. Trump hat diese Verhandlungen abgebrochen per Twitter. Wahrscheinlich war der Regierungsapparat nicht mal informiert. Da wird also sozusagen per Twitter wirklich Bewegendes, wirklich ein Gamechanger kommuniziert. In Deutschland wird eine Regierungserklärung angekündigt. Dann sitzen alle Journalisten da brav und dann sagt Merkel, das und das wollen wir tun. Das ist eben jetzt eine völlig andere Struktur, die wir hier in den USA sehen. Es ist das, was ich gestern unter Berufung auf Max Weber die charismatische Herrschaft genannt habe. Und Max Weber sagt hier auch, das ist eben das Gegenteil einer bürokratischen Herrschaft. Da wird sozusagen praktisch eine Art Regelfremdheit postuliert. Da ist alles anders als zuvor. Donald Trump hat ja praktisch einen völlig anderen Politikstil. Das ist ja das, was viele gut finden. Die sagen, das ist kein Politiker. Also keiner, der sozusagen nach den herkömmlichen Prinzipien eines Politikers agiert, sondern hier ist plötzlich alles anders. Hier wird per Twitter die Welt informiert, dass jetzt etwas anders ist. Und das ist ein völlig neuer Stil. Es ist eben nicht dieser bürokratische, etablierte Stil, sondern es ist ein außeralltäglicher Stil. Niemand kann sozusagen voraussehen, was in nächster Zeit passiert. Ich glaube, das bringt es sehr, sehr gut auf den Punkt, was Max Weber hier schon für diese charismatischen Herrschaftsstrukturen vorausgesehen hat. Jetzt sehen wir natürlich ziemliche Aufregung auf allen politischen Ebenen. Pelosi sagt, naja, das stimmt gar nicht mit diesen 1,5 Billionen Dollar, die die Republikaner angeboten hätten. 1,3 Billionen seien es nur gewesen. Mnuchin reagiert und sagt, ja, hat jetzt bestätigt, ich wurde hier sozusagen zurückgezogen aus diesen Verhandlungen. Und Pelosi sagt, der Trump war praktisch überhaupt nicht dabei. Das war eine Sache zwischen Mnuchin, Meadows und mir, mehr oder weniger. Trump hat sich da überhaupt nicht eingeschaltet und macht jetzt per Twitter dem Ganzen ein Ende. Also ist sozusagen auch so, dass jetzt offenkundig die Republikaner eine Schwierigkeit damit haben. Und deswegen ist dieser Tweet von Donald Trump so, naja, ein bisschen vielverheißend oder mehr versprechend, als vielleicht dahinter steht, dass viele sagen, aus der republikanischen Fraktion, die sagen, also diese 400 Dollar, die wollen wir nicht mehr haben. Die Leute sollen Anreize haben, wieder arbeiten zu gehen und nicht Anreize, zu Hause zu bleiben. Also dieses Versprechen von Donald Trump, hier 1200 Dollar Schecks zu schicken, das ist alles andere als sozusagen Agmade Wiesen, eine sichere Tatsache. Jetzt sagt Joe Biden, ja, passt auf, wenn der Trump nach wie vor infiziert ist mit dem Coronavirus, bei der nächsten Fernsehdebatte, nämlich am 15. Oktober, dann lassen wir die besser ausfallen. Das wäre für ihn vielleicht ohnehin das Beste, kann jetzt nur noch verlieren nach dieser ersten Debatte, die für ihn ja doch ziemlich ordentlich verlaufen ist, mindestens was die Erwartungen im Vorfeld betraf. Heute haben wir die Debatte zwischen Kamala Harris und Mike Pence. Das wird natürlich auch ein Hingucker in der Nacht auf den morgigen Mittwoch. Darauf wird man gespannt sein. Trump hat dann auch nochmal gegen die FDA geschossen, also gegen die Medikamentenaufsichtsbehörde, wenn man so will. Und gesagt, ja, mit deren Regeln, das geht gar nicht, das sei doch wieder ein politisches Manöver. Nämlich hatte die FDA ja gestern gesagt, also jedes Mittel, was da irgendwie erprobt wird, das muss erst 2 Monate auf dem Markt sein, bevor wir das wirklich auf die Gesamtbevölkerung loslassen würden. Jetzt sagte Trump, das sei ein politischer Manöver eben und wirft demjenigen das vor, nämlich Stephen Hearn, den er selbst ernannt hat. Also es ist schon ein bisschen ein, Trump tritt schon ein bisschen um sich herum. Er ist sozusagen ziemlich aktiv, ziemlich aktivistisch geradezu. Hat jetzt auch die Unterlagen oder diese Geheimdokumente in Sachen Hillary Clinton, E-Mail-Affäre, Russland etc. freigegeben, also deklassifiziert. Es ist unglaublich viel, was der Mann jetzt macht. Und wir sehen, um jetzt auf die Märkte zurückzukommen, dass wir möglicherweise nach wie vor das intakte Muster haben eines starken VIX-Anstieges, also eines starken Anstiegs der Volatilität. Da sehen wir hier so eine inverse Schulter-Kopf-Schulter-Formation, die bislang völlig intakt ist. Mal sehen, ob sie sich ausspielt. Und wir sehen eigentlich auch eine intakte Bodenformation für den US-Dollar, wenn man so will. Wenn wir jetzt über dieses Hoch, was wir kürzlich gesehen hatten und was damals das Tief im März war, bevor der Dollar dann im Gefolge der Panik um die Corona-Krise explodierte, wenn wir das überschreiten,
dann stehen wir für weitere Dollarstärke und das wäre nicht gut für die Märkte, nicht gut für die Tech-Werte ist das, was ich gestern schon angedeutet habe. Wir haben jetzt das House-Committee, das gesagt hat, ja, Amazon, Google, Facebook und Apple, die missbrauchen ihre Marktmacht. Da wird für jedes einzelne Unternehmen aufgelistet, was da sozusagen dieser Missbrauch sein soll. Und genau das ist jetzt sozusagen das Risiko, das diese großen Tech-Werte derzeit haben. Und wenn wir uns mal jetzt die Situation anschauen, wie es jetzt in den letzten Monaten gelaufen ist, dann haben wir im letzten Monat, nämlich im September, das erste Mal seit 12 Monaten, seit einem Jahr, praktisch die Situation, dass Value-Werte besser gelaufen sind als Growth-Werte, also solche Werte wie eben die Tech-Aktien. Das ist schon zu beobachten und wir sehen auch jetzt, dass diese 5 FAMG-Stocks, also mit Microsoft, sozusagen die FAANG-Aktie mit Microsoft, die jetzt mehr als 10% unter ihren 52-Wochen-Hochs sind, während der S&P 500 weniger als 5% von seinem Hoch ist. Das gab es zuletzt und ein einziges Mal im Oktober 2012. Also die Märkte, die spielen das schon ein bisschen, dass diese Tech-Wunderparty irgendwie nicht mehr weitergehen wird, dass das alles enden wird. Jetzt bin ich mal gespannt, wie es weitergeht. Kann Trump wirklich diesen Stimulus von $1,200 durchdrücken? Werden die Republikaner da mitmachen? Werden seine Parteikollegen da mitmachen? Das wird eine interessante Frage. Gestern hat das Ganze die Märkte wirklich auf den falschen Fuß erwischt, was zeigt, dass man das offenkundig schon eingepreist hatte, diesen Stimulus, jetzt ihn irgendwie auspreisen muss. Wie kommt jetzt die Kuh vom Eis? Das wird die große Frage sein. Ich wünsche jetzt erstmal einen wunderbaren Start in diesen Tag und sage Ihnen Servus und ciao.